Patrick, heute könnte man sagen, Teamgeist gegen individuelle Klasse 1:1. Ja, ich denke mal, seht ihr, was Homburg da auf dem Zettel stehen hat, von der Spieler her. Das ist enorme Qualität in dieser Klasse. Man sieht aber auch, dass man in dieser Klasse natürlich auch bestehen kann, was hier bei uns sich schon seit Jahren zeigt, der absolute Mannschaftsgeist, dass die Mannschaft lebt, dass die intakt ist, dass der eine Spieler für den anderen rennt, und das hat man heute wieder gesehen. Zwar dann etwas glücklich am Schluss, dass du fast mit dem Schlussfisch das 1:1 machst, aber unverdient ist es nicht, weil beide Seiten eigentlich heute sehr viel Wert gelegt haben auf Defensivarbeit, sehr viel Läuferisches, sehr viel Kämpferisches, viele kleine Fouls, und das hat natürlich meine Mannschaft wieder hervorragend heute gemacht. Die Homburger sind hierher gekommen mit einem, man kann sagen, neuen Trainer, haben den Trainer entlassen, dann eine Übergangslösung, jetzt der neue Trainer Wenzel, und da war zu sehen, dass sie doch ein bisschen, wie du gesagt hast, auch auf Sicherheit gehen wollten, um das Spiel erstmal nicht zu verlieren. Jetzt haben sie doch ein bisschen glücklich, fand ich, das 1:0 gemacht, auch mit einem Freistoß, der meiner Meinung nach keiner war. Wie hast denn du das gesehen? Gut, erstmal zu Timo. Er legt sehr viel Wert aufs Spielerische. Er hat aber auch gleich, gestern war es, glaube ich, in der PK gesagt, in Homburg, dass er erstmal die Basics machen wollte, dass er erstmal sicher stehen wollte. Und von dem her war es mir dann eigentlich auch schon klar, dass die jetzt heute nicht hier offensiv Feuerwerk abbrennen werden. Das war es ja dann auch nicht. Und zu diesem Freistoß, ja, es war die eine oder andere Situation schon merkwürdig heute wieder. Letztendlich ist es dann so, wir sind aber auch bei der Verteidigung, bei dem Freistoß, hat was nicht gepasst, das müssen wir auch nochmal besprechen, weil es kann dann nicht sein, dass der Los Codado als fast kleinster Spieler, glaube ich, mit dem Lean hat auf dem Platz, dann gegen Größe spielen muss, dort einfach die Zuordnung nicht gepasst, die klar abgesprochen ist, und das ist so das Einzigste, was ich heute kritisieren kann. Ansonsten kann ich der Mannschaft gar keinen Vorwurf machen. Sie hat alles reingehauen und hat sich zum Glück dann mit der letzten Aktion dann belohnt, dass wir dann zumindest seinen Punkt mitnehmen, wo wir absolut verdient haben. Das war dann die Belohnung in der 90. Minute, da hat unser Torjäger Dennis Grob mal wieder zugeschlagen, und ausgleichende Gerechtigkeit war vielleicht das. Ich habe gesehen, dass er leicht im Abseits gestanden hat. Ich habe es jetzt von meiner Position nicht gesehen. Ich habe so Gefühl gehabt, dass es eventuell Abseits war. Aber wie gesagt, vielleicht dann auch die Belohnung heute durch die 3-4 Aktionen, wo wir vielleicht benachteiligt wurden, sind wir dadurch dann belohnt worden. Und ich denke, dass unser Teamgeist, wenn wir weiter so auftreten, auch belohnt wird im nächsten Spiel. Balingen, macht weiter so. Dankeschön. In der Kleischuhstadt, wo ich herkomme, ist unser Stolz der FKP.